Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Anlass ist ein freudiger. Über 800 Abonnenten und das habe ich nur euch zu verdanken. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, naja, hättest du doch gewartet, bis du die 1000 voll hast und machst dann so ein Special-Video. Ja, ich habe aber das letzte Dankeschön-Video bei 400 Abonnenten gemacht und das ist ungefähr 5 Monate her. Damals war der Kanal schon 2,5 Jahre alt. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ich habe die Zahl verdoppeln können in nur 5 Monaten, also nicht in weiteren 2,5 Jahren. Das will ich damit sagen. Mal gucken, wann es das nächste Special gibt, ob bei 1000 oder 1200 oder 1500. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Jetzt steht ja auch leider bald die Off-Season bevor. Wir werden einen Park nochmal besuchen. Höchstwahrscheinlich, wie gesagt, so mit 95%iger Wahrscheinlichkeit. Als Dankeschön an euch habe ich jetzt nochmal 2 Goodies. Wir machen jetzt einmal ein Achterbahn-Quiz. Ich werde es kurz halten. 3 oder 4 Achterbahnen. Und zwar müsst ihr den Coaster erraten anhand des Geräusches. Anhand der Abrollgeräusche. Oder, naja, ihr werdet es ja gleich hören. Machen wir mal das Spielchen. Und ja, könnt ihr euch schön den Kopf zerbrechen. Danach schneide ich euch nochmal 10 vom Phantasialand rein, die es noch nicht in den Vlog geschafft haben oder in dieses andere Special-Video, also noch unveröffentlichtes Material. Und wer dann immer noch zuschaut, der darf sich dann natürlich auch noch die Lösung von meinem Quiz antun. Ja, ihr könnt euch denken, ich bin alle Achterbahnen, die ich jetzt hier so zur Wahl stelle, natürlich schon selbst gefahren. Und die Aufnahme, also auch die Tonaufnahme, ist von mir selber. Wir fangen mal einfach an mit Coaster Nummer 1. Und wer nicht sofort drauf kommt, es ist auch, ich will jetzt nicht zu einfach einsteigen. Wir machen jetzt mal so ein bisschen mittelschwer. Lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach mal an. Hier das Achterbahngeräusch. Ja, also bei der Achterbahn ist ganz charakteristisch dieses, wie soll ich sagen, dieses leise Quietschgeräusch. Man hört so den Widerhall der Schiene, so ein bisschen so ein Radschleifen. So ist vielleicht der beste Ausdruck. Mann, jetzt habe ich mich aber wieder hier holprig ausgedrückt. Na, also ich spiele es nochmal vor. Genau, das ist ganz typisch für diese Bahn. Könnt ihr euch mal den Kopf zerbrechen. Ich kann es euch einfach mal so sagen. Ich werde es nicht einblenden. Also ein Tipp, das Teil steht in den Niederlanden. Zweiter Tipp, ich bin die Bahn schon sehr oft gefahren. Und das soll an der Stelle reichen. Bevor es zu langweilig wird, machen wir gleich weiter mit dem zweiten Coaster. Das ist jetzt einfach. Also jeder Achterbahnfreak dürfte das sofort erkennen. Ton ab. Ja, ist relativ bekannt, oder? Ich denke mal, ihr könnt nicht nur den Coaster, sondern auch das Fahrelement benennen. So, für alle, die es nochmal hören möchten, hier nochmal. So, Bahn Nummer 3 ist auch wieder so ein Monstergerät. Wir machen das mal ein bisschen schwieriger. Ich spiele euch erstmal ein Achterbahngeräusch vor, was nicht ganz so typisch ist. Wir machen das einfach mal. Ton ab. Jo, das war's schon. Wer die Bahn jetzt wirklich gut kennt, müsste sie schon erraten haben. Ich spiel's nochmal vor, bitte. So, und für alle Leute, die die Bahn vielleicht noch nicht gefahren sind, aber natürlich gerne mal auf YouTube irgendwelche Onrides schauen, hier nochmal das ganz charakteristische Geräusch und los geht's. Ist das nicht ein Traum? Ist das nicht ein Traum? Ja, kleiner Tipp von mir, wer es nicht weiß, ich bin sie vor kurzem erst gefahren. Komm, ich spiel's nochmal vor. So, einen Coaster haben wir noch als Zugabe. Hört's euch an. Eigentlich auch ganz typisch, oder? Das war eindeutig ein Splash-Geräusch. Das müsste ja wohl jeder erkannt haben. Das ist ja jetzt eigentlich kein Tipp, ne? So, nochmal die Wiederholung. Schön. Ja, okay. Ich muss mal kurz meinen Arm ablegen. Wir haben nämlich vor kurzem Teppich verlegt. Dann haben wir auch noch so einen Echtholztisch zusammengeschraubt. Natürlich war der Akkubohrer im Eimer. Dann durfte ich da irgendwie 62 Schrauben in dieses Holz reindrehen und mir tut echt Arm und Handgelenk weh. Warum filme ich nicht mit der anderen Hand? Ich habe hier was in meiner Hand, nämlich einen Flyer. Ich wollte euch das nur mal zeigen.
Naturphänomen Dunsthöhle. Wir waren letztes Wochenende in Bad Pyrmont ohne Kamera, weil das einfach nicht zum Kanal passt. Und es war auch ungeplant. Wir waren in dieser Dunsthöhle. Das ist allerdings keine Tropfsteinhöhle oder so, wo du reingehen kannst. Nein, du stehst eigentlich mehr neben einer Grube. Und in dieser Grube ist Kohlendioxid. Da geht auch eine Treppe runter, die darfst du natürlich nicht benutzen, denn dann stehst du mitten im Kohlendioxid und bist nach 5 Minuten tot. Ja, Entschuldigung, muss man ja mal so sagen dürfen. Du stehst also oben dann auf so einem Podest, also auf so einer Mauer im Grunde, mit dem Geländer natürlich, stehst mit den Füßen eigentlich schon im CO2 drin. An sehr warmen Tagen, also 30 Grad zum Beispiel, darfst du da gar nicht hin, weil dann das CO2 nach oben treibt und dann kannst du da drin nicht mehr atmen. Besser gesagt, du merkst gar nicht, dass du gleich hingerafft wirst. Das Coole ist, die zeigen dann so ein paar Experimente, unter anderem halt eben auch dieses Experiment mit der Seifenblase. Und ich fand das so interessant, dass ich euch das jetzt einmal kurz erzählen will. Also die blasen da eben Seifenblasen und die schweben dann über dieser Grube, weil das CO2, also das Kohlendioxid, schwerer ist, die Seifenblasen leichter sind. So, das ist jetzt vielleicht noch nicht faszinierend, aber faszinierend ist, der nimmt dann eine Kanne Wasser und kann das durch die Seifenblase hindurch gießen, ohne dass diese natürlich kaputt geht. Das haben die da in Bad Pyrmont entdeckt, dass das geht, per Zufall. Die hatten irgendwann mal ihre Seifenblasenvorstellung und oben an der Decke tropfte ein Eiszapfen genau durch die Seifenblase hindurch. Und die ging nicht kaputt. Und das sorgte natürlich für Erstaunen. Es ist wissenschaftlich noch nicht geklärt, warum das so ist. Klar, es hat was mit dem CO2 zu tun. So schlau waren die bislang auch. Aber was da genau passiert mit der Beschaffenheit dieser Seifenblase, das wissen die immer noch nicht. Also fand ich sehr interessant und da habe ich mich natürlich geärgert, dass ich keine Kamera zücken konnte. Ja, so, jetzt habe ich euch genug vollgelabert. Jetzt gibt's nochmal die versprochenen Szenen aus dem Phantasialand, die ihr definitiv noch nicht kennt. Hallo Leute, herzlich willkommen im Phantasialand, muss ich noch mehr dazu sagen. Geiler Park, wisst ihr doch, oder? Viel Spaß. Der Zimmerservice war da. Ja, gerade rechtzeitig. Wir müssen nur mal aufs Klo. Jetzt waren aber die öffentlichen Toiletten so voll, haben wir gesagt, bevor wir da jetzt eine Viertelstunde anstehen, können wir auch schnell aufs Zimmer. Waren wir hier nicht gerade, Leute? Wieder wie bestellt. Manchmal gibt es Zufälle, Leute. So, und wer bis hierher noch nicht abgeschaltet hat, der erfährt natürlich jetzt auch nochmal die Lösung von dem Coaster Quiz. Also, Bahn Nummer 1 war, ich spiele euch den Sound einfach mal mit Bild ab, ist ja am einfachsten, das ist ganz klar die Bahn Gold Rush im Attraktionspark Slackharen. Hi! Dann haben wir als nächstes den Anton Schwarzkopf Klassiker Nessie im Hansapark Sierksdorf. Als drittes haben wir den Intamin Multilaunch Coaster Tarek im Phantasialand. Und zum Schluss habt ihr den B&M Dive Coaster Krake im Heidepark Resort Soltau. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich vor allem aber auch für die über 800 Abos, die ihr mir mittlerweile schon gegeben habt. So, das war's. Bis bald. Ciao.